Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Mittwoch, den 13. September. Oder auch bekannt als der Tag nach der Apple Keynote. Ja, und dementsprechend heute dabei Apple. Nein, nicht nur Apple, sondern auch noch Google, Audi und Kinox.to. Aber fangen wir mit der Apple Keynote an und ich will auch gar nicht groß und ausgiebig drüber reden. Ihr werdet da bestimmt, wenn ihr nicht schon habt, noch genug von mitbekommen. Und ich mache es umgekehrt. Ich beginne mit der größten Ankündigung von hinten und gehe nach vorne durch. Was wurde gezeigt gestern? Das iPhone X. Das iPhone, welches kein Home-Button mehr hat. Komplette Glasfläche, Edge-to-Edge. Und super-duper und auch super-duper teuer. Also 1000 Euro plus minus werden da auf jeden Fall fällig. Die ersten Preise sind ja schon raus. In Amerika ist es noch bei $999, allerdings ohne Steuern. Und falls ihr Details wissen wollt, dann habt ihr hier, wie auch gleich bei allen anderen Themen natürlich, die Links in den Shownotes zu einem entsprechenden Artikel. Also iPhone X, ganz toll, Optik. Und ja, Face ID ist vielleicht noch das Interessanteste. Das Telefon wird entsperrt mit einer Gesichtserkennung. Und ja, ansonsten ist es halt ein iPhone, ne? Und auch weitere iPhones sind die iPhone 8 und iPhone Plus, auch wie erwartet. Anstatt einem 7 und einem 7S gibt es die Weiterentwicklung mit der 8er Benennung. Und die Geräte haben ja ein ähnliches Design wie letztes Jahr, außer die Rückseite ist jetzt aus Glas. Natürlich wurde dann wieder ein bisschen geschraubt an den Daten, an der Power. Das Wichtigste, würde ich sagen, ist hier kabelloses Laden. Das ist ein Feature, was komplett neu drin ist. Also nicht mehr nur Lightning-Kabel anstecken, sondern auch einfach das Telefon auf eine entsprechende Matte legen. Und das iPhone 8 gibt es diesmal nicht in Jet Black, zumindest erstmal noch nicht und auch nicht in Rot zum Beginn, sondern nur in Silber, Space Gray und Gold. Ja, nächstes Apple-Thema. Kabellos, habe ich ja gerade schon gesagt. Kabelloses Aufladen. Also das heißt nämlich bei Apple dann AirPower. Es gibt auch eine große Matte, weil man kann ja dann sein iPhone und seine Apple Watch drauflegen zum kabellosen Aufladen und auch demnächst ein kabelloses Case für seine AirPods. Also die AirPods dann auch nicht mehr per Kabel, sondern einfach ablegen und wenn man sie in die Hand nimmt und rausgeht, dann sind sie vollgeladen. Schöne Sache und kabellos klingt gut für mich. Dann das Apple TV. Das ist jetzt das Apple TV 4K und 4K HDR. Also 4K für die Anzahl der Pixel, HDR für die Qualität der Pixel. Ja, das war es auch im Großen und Ganzen. Die Box sieht immer noch so aus wie bekannt. Es gibt minimale Änderungen bei der Fernbedienung. Alles andere in 4K. Und das Schöne ist, wer sich auf iTunes schon Filme gekauft hat, der bekommt kostenfrei jetzt auch die 4K-Version. Und entsprechend werden auch immer weiter 4K-Inhalte auf iTunes gepusht. Aber auch bei den Partnern wie Netflix und bei Amazon Prime Video. Ja, Preise sind natürlich auch ein bisschen angezogen worden. Und ja, wenn es euch interessiert, lest euch den Link durch und holt es euch, wenn ihr wollt. Und das letzte, ich wollte gerade sagen, das letzte Objekt der Begierde oder die letzte Überraschung war auch keine Überraschung. Eine neue Apple Watch Serie 3 mit einer eingebauten SIM-Karte. Mit entsprechend LTE-Unterstützung. Äußerlich unterscheidet die sich eigentlich nur in einem roten Punkt auf der Krone, die man drehen kann. Und ja, all das, was ihr erwartet habt, wenn ihr es denn erwartet habt, ist eingetreten. Ihr könnt jetzt die Uhr autark ohne Telefon nutzen. Beim Sport bestimmt eine schöne Sache. Man kann damit telefonieren in einer guten Qualität. Und des Weiteren ist WatchOS 4 auch nochmal kurz vorgestellt worden und dort legt man jetzt auch auf Gesundheit und Sport wieder noch mehr Wert und entsprechend wird Apple auch eine Heart Study veröffentlichen bzw. eine App, denn Herzfrequenzmessen ist das große Thema gewesen in dem Bereich in der Keynote gestern. Und wenn wir schon bei der Apple Keynote sind, dann gibt es auch die ersten Preise zu Apple Watch, die ja entsprechend halt auch eine eingebaute SIM-Karte hat. Die wird nämlich an einen iPhone-Vertrag angedaddelt. Also nicht eigenständig, sondern man muss sie theoretisch mit einem Vertrag koppeln. Und sie hat dann die gleiche Nummer und der Anruf geht dann entsprechend aufs iPhone oder auf die Apple Watch oder auf beide dann rein. Und das muss natürlich auch entsprechend bei den Mobilfunkanbietern
reflektiert werden in den Verträgen. Und die ersten Amerikaner haben jetzt bekannt gegeben, dass sie pro Vertrag für eine Apple Watch dann $10 zusätzlich nehmen. Finde ich im Prinzip erstmal vollkommen okay, denn ja, hier zweite SIM-Karten und ähnliche Sachen kosten ja auch sowas in der Preisregion hier bei uns in Deutschland. Die Apple Watch Serie 3 mit eingebauter SIM-Karte wird hierzulande auch erstmal nur von der Telekom angeboten und von denen haben wir noch keine Preise. Und das war's. Also nicht für unsere Folge hier, aber für die Apple Keynote. Knapp 5 Minuten. Ich hoffe, das ist für die Leute, die jetzt nicht so Apple interessiert waren, nicht so viel gewesen. Deswegen gehen wir jetzt nochmal dazu Google. Denn Google bietet jetzt auch Cloud-Dienste in Deutschland an. Generell ist es ja immer ein Problem, Cloud-Dienste zu verwenden in Deutschland, die nicht auf deutschen Servern gehostet werden. In vielen Unternehmen ist es einfach schlicht verboten. Und deswegen haben Amazon und Microsoft auch entsprechende Serverstandorte gebaut und zur Verfügung gestellt und Google zieht jetzt nach. Also die Google Cloud-Dienste, Apps, Drive, Speicher, das kann jetzt auch demnächst aus Deutschland gebucht werden und dementsprechend wird ein Rechenzentrum in Frankfurt am Main aufgebaut und damit zieht Google eigentlich nur nach mit den anderen Anbietern und es ist hauptsächlich natürlich ein Thema für die Geschäftswelt. Aber auch für private Nutzer ist es schön, wenn in Deutschland die Cloud vorhanden ist. Ob man die natürlich als Privater auch entsprechend so buchen kann, ist nochmal eine andere Sache. Ja, neben der Keynote ist ja auch noch eine andere Veranstaltung in Deutschland gerade am Laufen und zwar die IAA, die Internationale Automobilausstellung in Frankfurt. Und da ist natürlich hier E-Mobilität ein großes Thema. Also Elektroautos, Hybride und sonst was. Und Volkswagen hat da jetzt ihre große Roadmap E vorgestellt. Eine E-Auto-Offensive, die dem Volkswagen-Konzern ja richtig nach vorne bringen soll. Denn die wollen 80 neue Wagen mit E-Motoren an den Start bringen bis 2025. Und das sind dann 50 reine E-Autos und 30 Plug-in-Hybride. Das haben die am Montagabend vorgestellt. Und das volle Programm läuft dann ja, ab Sommer 2016 bereits. Da hieß das Strategieprogramm Together. Und ja, das ist jetzt einfach so die Weiterentwicklung im Detail, wie gesagt. Könnt ihr es euch auch wieder anlesen? Anlesen? Doch, anlesen ist korrekt, ne? Anlesen im Artikel, den wir verlinkt haben. Auf jeden Fall E-Autos, immer spannendes Thema. Sie haben auch ein paar schöne Autos vorgestellt. Guckt es euch einfach an. Und zum Ende der heutigen Folge noch eine kleine News, denn der Betreiber von Kinox.to ist verhaftet worden nach 3 Jahren. Also der war 3 Jahre auf der Flucht und wurde jetzt in Pristina im Kosovo verhaftet. Und das ist nämlich der Kreschnik S. Und der hat eben das Streamingportal Kinox.to betrieben aus Lübeck heraus damals. Und dort konnte man sich entsprechend Kinofilme angucken illegalerweise. Und ja, der ist dann getürmt nach der Razzia, nach dem Urteil und jetzt ist er gefasst worden. Ich persönlich verstehe jetzt auch nicht den großen Reiz für so eine Plattform. Gut, der wird halt Geld damit verdient haben, wo man heutzutage für kleines Geld schon fast alles auch so zum Streamen bekommt. Vielleicht nicht unbedingt am nächsten Tag, wenn es gerade im Kino läuft, aber die Zeitfenster sind ja extrem klein geworden. Und damit beende ich auch die Folge für heute. Ich hoffe, es war nicht zu viel Apple für die, die es nicht interessiert. Ansonsten, morgen wird es wahrscheinlich weniger Apple geben. Deswegen hört wieder rein. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Hört mehr Geek Talk.